hat sich bei dem Pferd nachträglich für diese nicht ganz optimale Unterstützung entschuldigt. Sagt sie, tut mir leid, dass er sich hier gestern unter Wert verkauft hat. Das war definitiv auch ein Stück weit meine Schuld. Heute möchte sie das wieder, so ihre Worte, gut machen. Emilio unter Isabel Wert. 15-mal hat sie bereits den Mastertitel hier gewonnen, 3-mal mit ihm insgesamt auf 6 verschiedenen Pferden. Dieses Jahr wieder mit Emilio in der Spezialtour, den sie ja auch viel im Weltcup einsetzt. Guck mal, außergewöhnlich, sehr bewusst hier im Außengalopp eingeritten. Gibt es nicht oft, macht sie hier aber gerade offensichtlich mit großem Bedacht und voller Absicht. Stehen zu Beginn, nicht seine Lieblingslektion, da ist er gerne lieber wieder ein bisschen schnell arbeitstechnisch unterwegs. Definitiv gehört er mit Weigold zu den beiden Pferden, die sie fürs Weltcup-Finale im Auge hat. Aber die Entscheidung lässt sie definitiv noch offen. Oh, da hebt er sich so ein bisschen raus nach dem starken Trab. Hat mal einmal, glaube ich, geguckt, ob da oben alle anständig sitzen. Das ist typisch, ne? Dass er so zwischendurch einmal sagt so, hallo, schnickt da einmal so ganz kurz mit dem Kopf. Das spricht so für diesen Geist dieses Pferdes, den er definitiv hat. Sehr schöner Übergang, ne? Aus dem Trab in die Passage, fließend, trotzdem präzise. Sehr gleichmäßig, super durch den Körper federnd. Macht einen sehr lockeren, zufriedenen Eindruck. Guck mal, wie gleichmäßig. Ein Tritt wie der andere, ganz locker durch den ganzen Körper. Vorsicht, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ne? Sie sehen das. Sie lässt ihm den Hals ziemlich lang, nimmt die Zügel kaum wirklich auf, damit er nicht zu früh anfängt. Genau. Noch mit einem Hauch vorwärts, sonst aber sehr sicher. Und genau das war jetzt, glaube ich, erstmal das allererste Wichtigste. Super. Was hat sie gesagt? Ich will das wieder ausmerzen, meinen Fehler von gestern.
ich würde sagen, das ist ihr gelungen. Und dieses Kopfschütteln war, glaube ich, eindeutig zu deuten. Hat sie ihm so schön die Sicherheit da vorne wieder gegeben in der Piaf-Passage-Tour und jetzt passiert ihr da dieser blöde Fehler. Jawohl. Wechseltouren. Beide gut. Nicht mit dem letzten Risiko geritten. Wir kennen Isabel Weert. Wenn sie mit Risiko knackig nach vorne die Wechsel hier raus knallt, in Anführungszeichen, hier so ein bisschen vorsichtiger jetzt unterwegs. Gut. Sehr gerade, sehr kontrolliert. Das ist unfassbar hier in der Halle. Alle halten so ein bisschen den Atem an, glaube ich. Es ist eine unfassbare Ruhe in dieser Riesenhalle. Rechtspirouette fand ich noch ein bisschen schöner als die linke, weil die noch aktiver durchgesprungen war. Total auf dem Untertellerchen waren sie beide. Super. Wie eine Uhr da reingekommen. Aus der Passage in die Piaffe. Piaffe absolut auf dem Fleck. Ah, ganz kurzes, wirklich minimales Zögern. Raus aus der Piaffe. Ja, halt ihn geschlossen. Das ist das Ding, die letzten Meter. Und er steht sehr schön ruhig. Wichtig, jawohl. Ja, also so ganz ohne klitzekleinen Schnitzer mag sie es dieses Wochenende irgendwie nicht. Aber viele, viele sehr schöne Momente da drin. Sehr schön zu sehen. Sie hat gestern bei Weihegold gesagt, Weihegold fehlte nach 4 Monaten Pause natürlich ein bisschen die Wettkampfkraft. Ich konnte nicht voll auf Risiko reiten. So war das natürlich heute nicht. Sie ist mutiger gestartet, wurde aber dann doch etwas zurückhaltender, glaube ich, nach ihrem kleinen Fehlerchen da in der doppelten Traversale. Sehr sicher, sehr ruhig, aber extrem präzise. Also das war ganz feines Reiten ohne verrücktes Risiko. Und sie hat eine dementsprechend geniale Wertung. Wir haben es eben schon ganz kurz gesehen. 79,489. 79,489, das zeigt,
Eine sensationelle Runde, sehr sicher, mit einem Haken drin, ja, und nicht verrückt, nicht mit übertriebenem Risiko. Es ist klare Führung. Und meine Damen und Herren, auch Sie haben Isabel Werth und Emilio an der Spitze gesehen. Die Spectator-Judging-Wertung 76,621. Auch bei Ihren liegt Isabel Werth an der Spitze. So, gestern gab es ja so einen kleinen Streikmoment bei euch beiden noch in der Piaffe im Grand Prix. Das Einzige, was heute gestreikt hat, war heute Morgen bei uns im Hotel der Fahrstuhl erstmal. Aber es lief ja wie ausgewechselt, Isabel. Wie schaffst du das? Und ich meine, Emilio ist ja ein treuer Schluffen. Er hat heute quasi wieder das Beste geben können. Ja, Emilio war oder ist im Grunde genommen in einer super Verfassung und ich war vielleicht noch ein bisschen euphorisiert aus Lyon in den Grand Prix geritten und habe gedacht, lässig, das machen wir mal eben. Dann habe ich ehrlich gesagt seine ersten Anzeichen beim Drumherumreiten, wo er sich so ein bisschen aufgeheizt hat, nicht so ganz ernst genommen. Das war ein Fehler und deshalb kam es dann auch in der ersten Piaffe zu Unstimmigkeiten, weil ich einfach ganz normal weiterreiten wollte und er war etwas übersensibilisiert und fing an zu galoppieren. Das habe ich dann heute versucht, aufmerksam zu verhindern. Das ist uns auch sehr gut gelungen. Ich bin super zufrieden mit ihm heute. Er hat wirklich eine tolle Prüfung gezeigt. Ärgerlich, dieser kleine Ausfall da in der Rechtsgalopp-Traversale. In deiner Paradelektion, Traversalen, Isabel. Ja, das ist eben so, wenn man dann glaubt, das ist zu sicher, dann passiert eben dann doch schon mal ein kleiner Fehler. Das war blöd. Ich habe einmal ein bisschen zu viel pariert. Da dachte er, er soll in den Trab zurückgehen. Aber egal, das Grundsätzliche, das Ganze war wirklich sehr gut und ich bin sehr happy und fahre jetzt zufrieden nach Hause. Sag mal, Isabel. Wir hatten ja zusammen auch im Fahrservice gesessen. Ich habe den Eindruck, du bist so ein bisschen erkältet. Dein Sohn hatte heute Morgen schon das Management im Stall übernommen gehabt. Der war ja vor dir schon im Stall. Der war vor mir im Stall. Wir sind erstmal heute Morgen um 6 gemeinsam raus und dann ist er tatsächlich dann schon vorgefahren. Aber am Ende des Tages ist er mit Herz und Seele dabei und das macht natürlich auch Spaß. Hätte er es akzeptiert, dass Mama ohne Sieg von Stuttgart nach Hause fährt? Nein, wir haben ja Gott sei Dank mit Weihe den Grand Prix gewonnen, also deshalb ist alles im Fahrwasser. Also insofern konntest du heute machen, was du willst? Nee, also heute wollen wir schon alles gut machen, aber am Ende des Tages kommen wir jetzt noch zwei und jetzt will ich erstmal Lisa die Daumen drücken. Okay.